Lange ist es nicht mehr hin. In wenigen Tagen startet endlich immer wieder sonntags in die neue Saison. Am 13. Juni begrüßt Stefan Mroß seine Zuschauer aus dem Europapark in Rust bei Freiburg. Wir haben kurz vor dem Start der neuen Saison mit immer wieder Sonntagsmoderator Stefan Mroß telefoniert. Ein Gespräch über Corona, Flitterwochen und einen ganz besonderen Stargast. Lieber Stefan, seit über einem Jahr stecken wir nun in der Corona-Pandemie. Wie geht es dir damit? Den Umständen entsprechend. Wir haben über 200 Städte abgesagt. Momentan ist es also nicht so lustig. Aber wir sehen dem Sommer optimistisch entgegen und freuen uns auch immer wieder sonntags. Am 13. Juni geht's wieder los. Hättest du nach der vergangenen Staffel gedacht, dass du wieder ohne Zuschauer startest? Nein, ich hatte ja letztes Jahr schon den Wunsch, zur letzten Sendung wieder Zuschauer begrüßen zu dürfen. Als ich dann aber gesehen habe, wie sich die dritte Welle entwickelt, war für mich klar, das geht leider wieder nach hinten los. Ich sehe dieses Jahr aber schon ein wenig optimistischer. Wir planen zwar immer noch ohne Publikum. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen. Wenn der Europapark aber wieder öffnen sollte, hoffe ich, dass zumindest ein paar Zuschauer wieder mit rein dürfen. Royals Report, aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter. Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Worauf dürfen sich die immer wieder Sonntagszuschauer dieses Jahr freuen? Die Grundstruktur und das Grundgerüst von immer wieder Sonntags soll so bleiben. Das ist ganz wichtig. Das ist das vertraute Bild für den Zuschauer. Aber wir werden sicherlich neue Kategorien einbauen. Da kommt es auch darauf an, ob wir Zuschauer dabei haben dürfen oder nicht, das werden wir alles noch genau strukturieren. Wir sind jetzt noch in der Planung, kannst du uns denn schon ein kleines Geheimnis zur ersten Show verraten? Die Sonne wird scheinen, lacht. Und die Zuschauer werden einen gut gelaunten Moderator vorfinden, der sich freut, nach vielen Monaten endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Du warst in den vergangenen Monaten häufig bei den Shows von Florian Silbereisen zu Gast. Kommt er in dieser Saison auch zu dir? Der Florian ist ja seit vielen Jahren Stammgast bei Immer wieder Sonntags. Letztes Jahr hatten wir schon einen Termin, aber dann kam das Traumschiff um die Ecke und es hat nicht funktioniert. Also dürfen wir uns dieses Jahr auf den Florian freuen. Ja, natürlich. Ich kann mittlerweile bei Immer wieder Sonntags auf alle Kollegen zählen. Außer Howard Carpendale.
Den würde ich mir noch für meine Sendung wünschen. Klappt's mit Helene Fischer in diesem Jahr? Lacht, ja, genau. Ihr großes Comeback am Sonntagvormittag. Nein. Ich glaube, Helene macht in diesem Jahr noch ihre wohlverdiente Pause. Der Fernsehgarten ist bereits gestartet. Gibt es da eigentlich einen Konkurrenzkampf? Nein, gibt es nicht. Ganz ehrlich. Zum einen ist der Fernsehgarten ein völlig anderes Format. Ja, mittlerweile bringen sie auch vermehrt Schlager, weil es einfach erfolgreich ist. Aber wir sind überhaupt keine Konkurrenten. Der Fernsehgarten ist uns ja sogar sendetechnisch aus dem Weg gegangen. Früher waren wir eine Dreiviertelstunde über Kreuz. Mittlerweile ist es so, dass die Leute am Sonntagvormittag von 10 bis 14 Uhr Unterhaltung genießen können. Daher kann ich nur sagen, alles richtig gemacht. In den vergangenen Jahren waren du und deine Frau Anna-Karina mit eurem Wohnmobil bei immer wieder sonntags. Seid ihr in diesem Jahr auch wieder mit dem Camper unterwegs? Ja, natürlich. Selbst wenn die Hotels offen hätten, ich fahre immer mit meinem Camper. Wir sind das ganze Jahr mit ihm unterwegs gewesen. Wir sind aktuell auch in der Produktion von Annas neuem Album. Wir haben sehr viel rundfunktechnisch gemacht. Wir waren ständig unterwegs, ihr habt geheiratet. Hat die Zeit für Flitterwochen gereicht? Es hat leider noch nicht gereicht. Ist momentan eine komische Zeit. Aber die werden nachgeholt. Wo es hingeht, weiß ich jedoch noch nicht.